Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Der erste Punkt, das stimmt wirklich, wir kennen uns schon, also da war, bin ich gerade 18 geworden, habe ich das erste Mal Carsten kennengelernt hier zu meiner Zeit, wo ich das erste Mal zu Arminia Bielefeld gewechselt bin und ja, und seitdem haben wir uns immer wieder zwischendurch auch mal gesehen und dann, aber so der richtig intensive Kontakt kam dann auch erst, als ich dann Co-Trainer bei der U19 von Carsten wurde. Ja, und dass wir zusammen Co-Trainer hier bei Arminia sein dürfen, ist natürlich einfach ein absoluter Glücksfall, ne? Weil wir beide vertrauen uns schon blind, ja, und haben eigentlich auch so die gleiche Auffassung und tauschen uns ja sehr, sehr häufig aus. Und dass wir jetzt zusammen in der Trainerkabine sitzen dürfen, ist schon für uns echt ein Highlight, ja. Ja. Naja, vorstellen, ja. Inwieweit macht man sich dann Vorstellungen, wenn man noch spielt aktiv? Natürlich hat man Gedankengänge, aber ob es dann am Ende auch so dann kommt, das ist dann immer die Frage. Es war von mir natürlich eine Wunschvorstellung, dass man so einen nahtlosen Übergang hat nach der Spielerkarriere, in einen Job reinzukommen. Und ja, ich bin Arminia Bielefeld auch sehr dankbar dafür, dass man mir hier auch die Möglichkeit dann dafür gegeben hat. Und ja, und in der Form jetzt macht es natürlich sehr, sehr viel Spaß. Das ist ein absoluter Vorteil eigentlich, weil Basti kennt die Spieler halt sehr, sehr gut und die vertrauen ihm. Ja, und man trifft sich da irgendwie auch auf Augenhöhe. Das finde ich auch als Co-Trainer auch sehr, sehr wichtig, dass die Spieler auch ein paar Leute haben, ja, wo sie einfach noch ein bisschen anders sprechen können als mit dem Cheftrainer. Und von daher glaube ich, dass das einfach eine gute Konstellation ist, da auch Basti im Trainerteam zu haben, definitiv. Und dass das eher ein Vorteil ist. Ja, also ich kenne Hannes eigentlich, ich sag mal, glaube ich, seit 1998. Und hat natürlich sehr, sehr viel mit ihm auch in der U23 zu tun. Ich habe ja auch viele Jahre da auch gespielt und war da auch Co-Trainer. Und es war, also als ich die Nachricht gehört habe, war es sehr, sehr traurig. Ist immer noch sehr, sehr traurig. War noch zusammen bei der Beerdigung. Aber was halt dann auch hängen bleibt, ist halt so seine Art. Er hat immer versucht zu vermitteln, ja, ob es jetzt um die Hallenstadtmeisterschaft ging. Ja, da wollten wir ganz oft nicht mitmachen. Und da hat er immer gesagt, nee, wir sind eine Bielefelder Mannschaft, wir müssen daran teilnehmen. Oder wenn es um die Schiedsrichter ging und diese Art, ja, die versuche ich eigentlich so ein bisschen weiterzugeben. Ja, ich hab ihn oft nicht verstanden, was er da macht, warum er immer so vermittelt. Und jetzt im Nachhinein, muss ich wirklich sagen, versuche ich das eigentlich so ein bisschen fortzuführen, weil ich das ist bei mir hängen geblieben. Ja. Das ist halt schon ein extremer Verlust, glaube ich, für den Verein, weil Hannes war für alle irgendwo halt auch so ein Ansprechpartner und ich kannte ihn halt auch von dem ersten Mal, wo ich bei Arminia Bielefeld war und da hat er mich wirklich sehr, sehr gut aufgenommen, damals auch bei den Amateuren, war immer ansprechbar und ich werde nie vergessen, als ich dann hier wiedergekommen bin ins Profiteam, wie er mich begrüßt hat mit Umarmen, mit Küsschen links, Küsschen rechts war es schon und ja, Hannes war so eine frohe Natur und ich glaube, die wird hier jedem fehlen und ja, ist sehr, sehr schade. Na, grundsätzlich tauschen wir uns im Trainerteam erstmal über jede einzelne Einheit natürlich aus. So. Und dann gibt es immer, werden bestimmte Bereiche festgelegt, ne, dass der Athletiktrainer, der Schnitti, macht dann meistens so das Aufwärmen halt in der ersten Phase. Und dann sind wir eigentlich mehr oder weniger so dran, wo wir dann ja irgendwelche Passformen oder hinführende Übungen dann haben, wo wir dann zum Hauptteil dann hinführen. Ja, und die Sachen teilen wir uns die ganze Zeit auf. Wir unterstützen da uns da in allen Sachen. Und Jeff lässt uns da natürlich auch viel frei haben. Und das ist für uns dann auch ganz gut, dass wir da einfach so ein paar Sachen ausprobieren können. Und ja, wir sind eigentlich mehr oder weniger eine Person, ne? So muss man einfach sagen. Ja. Das ist schon ein sehr gutes Miteinander. Und ich meine, Carsten hat da halt auch einfach schon mal noch mehr Erfahrung, was das Trainerdasein angeht und kennt noch mehr Passformen, sage ich mal, wo ich unheimlich von profitieren kann. Und dann hat Jeff seine Ideen, die er noch mit reinbringt. Und ich finde halt einfach, es ist ein sehr gutes Miteinander und wir haben sehr viel Spaß dabei und ich kann sowohl von Rumpi als auch von Jeff extrem viel lernen und ja, habe aus meiner Zeit, wo ich noch Spieler war, natürlich auch so ein paar Ideen noch, die ich mit einbringen kann, aber in erster Linie profitiere ich da sehr von den beiden. Er macht das sehr gut, ne? Also er ist noch echt fit und ja, hat auch viele gute Aktionen.
Klosi sagt auch manchmal, dass Basti jetzt besser ist als früher, als aktiver. Und nein, also das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, wenn man so einen Co-Trainer dabei hat, der halt einfach nochmal einspringen kann, weil es gibt immer nochmal irgendwie was unvorhergesehen ist, ja, wo sich einer verletzt und Basti kann sofort mit einspringen und kann eigentlich das Niveau dann nahtlos ersetzen. Danke. Es wird ein sehr schweres Spiel. Also Nürnberg hat sehr viel Selbstvertrauen getankt, indem sie die letzten drei Spiele der englischen Woche alle gewonnen haben. Spielen sehr, sehr guten Fußball. Aber nichtsdestotrotz, wir können dort auch mit breiter Brust hinfahren. Und ich glaube, das werden die Jungs auch machen. Also wir müssen uns nicht verstecken, auch nicht vor dem 1. FC Nürnberg. Ja, ich glaube auch, also dass auf jeden Fall was machbar ist. Also Nürnberg ist schon mit Sicherheit gehört zu den besten Mannschaften eigentlich in der Liga, ja, aber wir fahren dann mit breiter Brust hin, so wie in den anderen Spielen auch. Wir haben auch jetzt in Dresden gewonnen, wir haben in Darmstadt gut gespielt und wir werden auch in Nürnberg gut spielen. Ja, wir sind einfach jetzt in den letzten Wochen noch ein bisschen enger zusammengerückt, wir wissen, was wir können und von daher glaube ich, dass das ein gutes Auswärtsspiel wird für uns.